Hallo liebe Teefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich knüpfe heute ein bisschen an das Video, das war jetzt nicht das letzte, sondern das vorletzte, da hatte ich noch ein Video zwischengeschoben, ein bisschen an das Teekunde-Video vom japanischen Grüntee. Der eine oder andere, der das gesehen hat, die Teekunde japanisches Grüntee, da hatte ich dieses Teetablett mit 9 verschiedenen japanischen Teesorten. Ja, und habe das da alles ein bisschen versucht zu erläutern. Und heute möchte ich im Prinzip anschließen, deshalb sieht es hier im Moment auch so voll aus, nochmal an Zubereitungstipps und auch an Lagerungstipps von japanischem Grüntee. Darum soll das heute gehen. Gucken wir mal, ob wir das alles in ein Video sinnvoll reinkriegen. Ich nehme das Tablett mit den Teesorten mal ein bisschen zur Seite. Ist immer noch recht viel hier zu sehen auf meinem Tisch. Ich habe hier auf meiner linken, auf eurer rechten ein paar Teekannen, Kyusus, mitgebracht und habe mich auch versucht, so ein bisschen zu beschränken, einfach nur ein paar Modelle zu zeigen. Ich werde die jetzt hier heute auch nicht alle benutzen. Es geht da ein bisschen mehr auch um ein paar theoretische Erklärungen. Auf meiner rechten Seite habe ich hier zum Beispiel so ein paar Teedosen mitgebracht. Ich habe auch dann Teetüten dabei und möchte eben auch ein paar Sachen zur Lagerung sagen. Genau. Ja, zur Teezubereitung allgemein, wenn man jetzt einmal vielleicht nochmal sich diese ganzen verschiedenen japanischen Teesorten vor Augen führt, möchte ich da natürlich auch drauf eingehen, dass es da Unterschiede gibt bei den Teesorten. Aber was sind alles wichtige, sag ich mal, Sachen, die bei der Teezubereitung eine Rolle spielen? Das ist natürlich einmal der Tee selber. Das ist, was habe ich überhaupt für einen Tee? Und da ist es natürlich dann wichtig für mich, dass ich so ein paar Informationen darüber auch zusammenbekomme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen ganz großen Kontrast. Ich habe hier einen Hojicha, der jetzt aus der zweiten Ernte ist, ein gerösteter Bancha. Oder ich habe jetzt einen Shincha, frische Ernte, ein erster Erntetee. Also solche Sachen spielen eine große Rolle. Was habe ich für einen Tee? In der Regel finde ich natürlich dann auch Zubereitungstipps auf den Packungen oder dort, wo ich den Tee gekauft habe. Und dazu möchte ich sagen, genau, dass da, denke ich, ein guter Anhaltspunkt ist, zum Beispiel, weil dann kommen wir nämlich zu den Faktoren, was spielt eine weitere Rolle, natürlich die Teesorte, aber auch die Temperatur, mit dem ich den Tee zubereiten werde, dann die Menge und dass ich mir vielleicht auch vorher bewusst werde, wie viel Tee möchte ich überhaupt zubereiten. Solche Sachen finde ich relativ wichtig, dass man da am Anfang ein bisschen weiß, was möchte ich jetzt überhaupt machen. Da auch nochmal wieder, vielleicht als extremes Beispiel, habe ich jetzt diesen Shincha, den ich hier gerade in der Hand hatte. Möchte ich den jetzt heute alleine oder zu zweit trinken? Oder möchte ich eher, habe ich noch, bin ich zu dritt oder viert und möchte den Genmaicha zubereiten, den man nach dem Essen trinkt? Da wäre vielleicht so eine schöne Glaskanne die deutlich bessere Wahl für den Genmaicha, für eine größere Gruppe an Leuten, als so ein kleines Tonkännchen. Genau, also das ist natürlich auch ein bisschen, da muss ich jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen. Das ist was, wo ich sage, das ist ein bisschen, dass man selber auch abschätzen muss, wie viel Tee möchte ich trinken. Aber das ist eben eine durchaus wichtige Rolle spielt, auch bei der Wahl der Teekanne. Das finde ich schon nochmal wichtig zu erwähnen, dass man gerade, wenn ich jetzt ein bisschen hochwertigere Tees trinke, dass ich da auch vielleicht dann eher eine kleinere Kanne wähle. Ich habe das auch schon in anderen Videos gezeigt, Zubereitung von Gyokuro, dass man dann gerne auf eine kleine Teekanne wie so ein Shibori-Dashi vielleicht zurückgreift, wo ich dann wirklich nur eine kleine Menge zubereite. Oder auch gerade bei erster Erntetees, ob das Shinchas oder schöne Senchas sind oder Kabuse-Chas, dass ich dann auch angemessen vielleicht eher eine kleinere Kanne wähle, damit ich dann meine 3 oder wie viele Aufgüsse ich machen möchte, auch genießen kann. Genau, und wenn es vielleicht ein Bancha ist, dass es dann eben, wenn ich davon ein bisschen mehr trinken will und vielleicht über einen etwas längeren Zeitraum nur 2 Aufgüsse machen will oder dann aber vielleicht 3, 4 Becher trinken möchte oder da auch noch Gäste habe oder das teile, dass ich dann eben eine größere Kanne wähle. Also Kannwahl, ein bisschen überlegen, was habe ich für einen Tee, was für eine Qualität ist das, wie möchte ich ihn zubereiten, in welcher Menge, dass man sich das ein bisschen vorher überlegt. Und ja, dann komme ich dann auf jeden Fall gleich nochmal zur Menge und Temperatur zurück, weil es so ist,
Das ganz generell kann man vielleicht sagen, wenn ich je gut hochwertiger, das ist vielleicht dann natürlich auch wieder schon Geschmackssache, oder sag ich mal, je länger zum Beispiel ein Tee beschattet wurde, wenn ich jetzt mehr Süße aus dem Tee rausbekommen möchte, dass ich dann eine niedrigere Temperatur wähle, dass ich dann eher einen Aufguss vielleicht, also bei Gyökeres vielleicht auch sogar bis 50 Grad, 55 Grad wähle. Bei erster Erntetees sind dann oft die Empfehlungen, sage ich mal, 55 bis 70 Grad zum Beispiel, dass ich da dann sehe, okay, ich werde vielleicht, wenn ich jetzt eine niedrige Temperatur wähle, eher, sage ich mal, süße Noten noch herausbekommen. Habe ich eine höhere Temperatur, kommen mehr und mehr, sage ich mal, Katechine. Ich hatte ja auch schon mal den Vergleich gemacht, da werde ich jetzt heute sonst weiter nicht drauf eingehen. Da gibt es nämlich auch schon extra Videos zu Kaltaufgüssen, wie sich das da verhält. Also eben, wie unterschiedlich die Wassertemperaturen, unterschiedliche Wassertemperaturen auch den Aufguss des Tees beeinflussen. Also da habe ich auch selber relativ viel in der Hand. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen schönen, sag ich mal, erster Erntetee mit 80 Grad aufgieße, dann werde ich ihm wahrscheinlich einiges von seinen Stärken, von seinen schönen Nuancen wegnehmen und eher ein paar Bitterstoffe auch herausbringen, die ich vielleicht in so einem Aufguss gar nicht unbedingt möchte. Was auch eine häufige Frage ist, ob man in späteren Aufgüssen die Temperatur erhöht. Habe ich früher auch häufiger gemacht. Es kommt auch darauf an, wie viel Zeit ist zwischen den Aufgüssen. Aber ich tendiere dazu, also gerade bei feineren Tees, wenn ich dann ja vielleicht zwei, drei Aufgüsse recht schnell hintereinander mache, mache ich das auch oft mit einer gleichen Temperatur. Also man kann, um vielleicht noch mal ein bisschen mehr am Ende aus dem Tee rauszuholen, in späteren Aufgüssen das durchaus anwenden. Also jetzt ein großer Freund davon, die Temperatur bei jedem Aufguss um 5 bis 10 Grad zu steigern, bin ich persönlich nicht. Aber dann gibt es Tees, die diese höheren Temperaturen sehr gut abkönnen. Also ich hatte jetzt hier, wie gesagt, vorhin auch schon mal einen Hojicha im Bild oder einen Bancha. Also die können dann oft auch gerne 75, 80 Grad haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also da kann man dann, sag ich mal, auch teilweise, ist vielleicht auch nicht immer, sich auf Zubereitungsempfehlungen mal schon mal nicht verlassen, aber sich an denen sozusagen orientieren. Und ja, dann auch, was ich sage, ist es immer noch eine kleine eigene Präferenz natürlich dabei, wie einem der Tee am besten schmeckt. Also wir haben das, wenn man jetzt, das finde ich schon wichtig, dass man jetzt nicht strikt, sag ich mal, denkt, okay, da steht jetzt vielleicht 60 bis 70 Grad, das muss ich auch machen. Nee, ich könnte auch mal 55 nehmen. Also das ist durchaus, finde ich, gut, wenn man selber auch noch ein bisschen sich da einbringt. Dann ist ja auch wichtig, wie viel Tee nehme ich überhaupt? Und ich mache das hier immer sehr oft per Augenmaß oder sage dann ein Teelöffel. Ich habe mir jetzt heute gedacht, was ich auf jeden Fall mal machen möchte. Ich werde hier parallel auch nochmal einen Tee zubereiten, um das dann auch nochmal ein bisschen praktisch zu zeigen. Da ist es so, dass man, wenn man von diesem Teelöffel spricht, dann ist es natürlich, hat auch jeder vielleicht einen unterschiedlichen Löffel. Möchte ich heute gerne mal auch ein Maß nehmen und auch mal, ich habe eine Waage mitgebracht, dass man auch mal eine Grammzahl nimmt. Trotzdem bin ich schon eher auch ein Freund davon, das nachher nicht immer mit der Waage zu machen, weil man sich da auch dann manchmal, glaube ich, selber ein bisschen manchmal unter Druck setzt. Will ich jetzt genau diese 0,2 Gramm mehr oder weniger haben? Also das muss man dann auch selber entscheiden. Ja, zur Teezubereitung. Ich mache das oder zur Wahl der Teekanne. Das ist natürlich jetzt für mich auch zum Beispiel eine interessante Frage gewesen. Ich habe normalerweise sitze ich jetzt ja hier im Moment alleine und da wäre vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt überlegt, weil der Tee kam jetzt gestern rein und natürlich trinkt man zu dieser Jahreszeit auch gerne frische aktuelle Tees, möchte ich hier den Shinshamoy aus dem Garten Sakurano einmal zubereiten und habe mir natürlich jetzt überlegt, ich bin jetzt hier alleine, wäre vielleicht, wenn ich mir jetzt nur eine Schale zubereite, sicherlich eine kleinere Kanne, wie zum Beispiel diese Tokoname-Kanne, die jetzt zwar hier hinten einen kleinen Griff hat, vielleicht für eine Tasse die bessere Wahl. Aber ich habe mir aus einem Grund überlegt, hier zwei Tassen zuzubereiten. Das werde ich gleich auch dann in der praktischen Anwendung einmal zeigen. Und zwar habe ich
mir überlegt, zwei Tassen zuzubereiten, weil auch beim Abgießen möchte ich da noch zwei, drei Sachen zeigen. Genau, und da habe ich dann, da werde ich mal ein Testchen an meinen Kameramann abgeben. Gut, ja, also zum Wiegen des Tees kann man natürlich jetzt mehrere, sag ich mal, verschiedene Methoden anwenden. Also wenn man eine, oh, Tyson, ne, komm ja nicht hier auf mein Teeschiff, nicht, dass wir wieder abbrechen müssen, so wie mit Luna, als sie hier auf mein Teebrett gesprungen ist. Aber wenn du da an der Seite chillst, dann ist das okay. Ja, also ich wiege mir das jetzt hier mal ab. Ich sagte ja gerade, ein Teelöffel pro Tasse ungefähr, pro 100 Milliliter. Das finde ich eine ganz schöne Wahl. Und ich habe mir jetzt hier so ein kleines Holzschiffchen hingelegt und nehme einfach mal einen Teelöffel, packe ich hier rauf und sehe, ja, dass ich habe das glaube ich auch schon öfter gesagt, dies ist nun genau 3 Gramm. Das kann natürlich auch je nach Tee ein bisschen abweichen. Also einige Tees sind ja vom Volumen her größer als andere. Deshalb ist das eben mal ganz interessant zu sehen. Also dass man jetzt hier vielleicht so mit 3 Gramm, mit einem Teelöffel, Tee geht schon dem Ende ein bisschen entgegen. Einen zweiten Teelöffel dazu. Der war jetzt zum Beispiel nicht ganz so voll, ist jetzt ein 0,1 weniger. Also bin ich jetzt hier bei 5,9 Gramm. Für meine circa 200 Milliliter. Genau, der eine nimmt vielleicht dann eher nur gerne 5, der andere nimmt 7, je nachdem. Worauf ich nachher eingehe zur Lagerung, ist, was ich dann mit diesen Tüten mache, das werde ich auf jeden Fall nochmal separat machen. Aber ich versuche hier, da ist nicht mehr viel drin, die Luft rauszustreichen. Da gehe ich nachher nochmal gesondert drauf ein. Und dann habe ich hier einen kleinen Clip und lege den Tee schon mal kurz zur Seite. Ja, also abgewogen ist er jetzt. Damit man das einmal gesehen hat, klar, man bräuchte da natürlich eine kleine Präzessionswaage für. Und dann kann der Tee in die Kyuzu. Gut, und ich habe hier das Wasser diesmal. Ich gucke jetzt einmal hier ganz kurz. Die Temperatur, die hier empfohlen war, ist in der Tat 65 bis 70 Grad. Genau, man könnte sicherlich auch 60 Grad nehmen. Ich habe jetzt tatsächlich mal 65 Grad gemacht, wie das hier genau steht. Die untere Temperatur würde ich in diesem Fall, weil ich den Tee auch schon kenne, als besser empfinden. Aber je genau, man kann es auch mit 60 machen oder auch 55, man kann es mit 70 machen. Ich habe jetzt mal die 65 gewählt. So, und jetzt mit der Zeit, ich habe jetzt keinen wirklichen Timer mit dabei, aber ich würde gerne den ersten Aufguss eine Minute machen. Das mache ich jetzt einfach mal im Kopf hier mit. Da zähle ich die Sekunden. Und warum ich jetzt zwei Cups mitgebracht habe, obwohl ich jetzt alleine bin, das würde ich jetzt gerne einmal gleich noch kurz erklären, weil beim Abgießen finde ich, da gibt es einen wichtigen Faktor. Also ich werde jetzt mal zwei verschiedene, ich mache jetzt zwei Aufgüsse auch, damit ich einfach mal beides zeigen kann. In den Videos seht ihr bei mir ja häufiger auch diese Glaspitcher, die also als Ausschankkännchen. Das ist natürlich häufig, ich habe das eigentlich hauptsächlich dabei, auch um die Farbe des Tees zu zeigen. Ist natürlich auch total interessant, wie sieht denn überhaupt diese Aufgussfarbe aus? Man braucht natürlich nicht unbedingt ein Ausschankkännchen, um japanischen Tee zuzubereiten. Das ist nicht unbedingt notwendig. Aber es ist durchaus auch, hat noch nicht nur sag ich mal, Effekt, dass man die Farbe gut zeigen kann, sondern dass man ja auch einen homogenen Aufguss für alle hat. Ich mache das jetzt allerdings mal im ersten Aufguss so, dass ich da den Pitcher nicht benutze, sondern im zweiten und gieße jetzt im Prinzip ab. Und was dann auch wichtig ist, dass ich nicht erstmal eine Tasse voll mache, sondern mich ein bisschen abwechsel. Also das heißt, ich werde jetzt anfangen abzugießen, kleine Menge in die eine Tasse, kleine Menge in die andere Tasse. Dann mache ich da wieder eine kleine Menge rein, wo als zweites war. Und dann als viertes gehe ich wieder in die erste. Und dann gehe ich so hin und her. So könnte ich das auch natürlich mit mehreren Tassen machen. Man wird sicher als absoluter Feinschmecker hier und da Unterschiede erkennen bei den verschiedenen Tassen. Ich bin jetzt hier ungefähr 6 Mal hin und her gegangen bei diesen zwei kleinen Tassen. Das ist natürlich dann
sag ich mal, mehr oder weniger, würde ich mal sagen, als würde ich auch blind nicht herausfinden, welche Tasse, wo ich jetzt angefangen habe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Aufgüsse sehr ähnlich schmecken. Ich werde das mal hier auch einmal testen. Das war die Tasse, mit der ich angefangen habe, vom ersten Aufguss. Oh ja, also vielleicht auch noch zwei, drei Worte zu diesem wunderbaren Tee. Das wäre jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, das wäre nicht normal, wenn ich dazu nichts sagen würde, weil hier kommt an so eine wirklich schöne, also fruchtig-süßliche Note, ein ganz voller Tee, also unglaublich geht er in die Breite. Super, oh, ich muss, bin so begeistert, ganz vergessen, die zweite Tasse zu probieren im Vergleich. Oh ja, aber was ich jetzt eigentlich hiermit zeigen wollte, wirklich die Aufgüsse, das würde ich definitiv, da würde ich jetzt keinen Unterschied schmecken. Hätte ich jetzt wahrscheinlich 5 oder 6 Tassen zu füllen gehabt, wäre die Sache ein bisschen schwieriger geworden. Hätte ich 6 Gäste und möchte, dass die alle denselben, dass die alle sozusagen ein gleiches Geschmackserlebnis haben, wird es ein bisschen schwieriger. Bei 2 Tassen ist es leichter, aber deshalb werde ich jetzt den zweiten Aufguss, werde ich dann mal im Pitcher machen. Also ja, noch 2, 3 Worte zu dem Shinsha Moe. Moe heißt ja das Grün der jungen Triebe im Frühling, die ersten Triebe, die sprießen. Das ist ein toller Name für diesen wunderbaren Tee, der wirklich hier mit süße Fruchtnoten, also einer leichten Cremigkeit echt überzeugt. Gut, ich will jetzt nicht zu doll ins Tea-Tasting verfallen. Ich könnte sehr, sehr viel über diesen Tee und diesen Garten sagen. Das muss, wenn dann, gesondert geschehen. Ich bleibe heute ein bisschen mehr bei der Zubereitung. Sehr gut. Und mache hier nochmal den zweiten Aufguss eben. Aus einem Grund, da steht jetzt auch zu Recht 10 Sekunden. Man muss sagen, die Blätter, also die Kyuse ist ja noch total warm. Die Blätter sind jetzt auch schon aufgegangen, also haben sich ja schon deutlich geöffnet. Sprich, die werden jetzt ihren Geschmack sofort abgeben können, also brauchen nicht noch erst sich, sag ich mal, öffnen. Und deshalb dauert es auch immer generell im ersten Aufguss länger, bis der Geschmack kommt. Der zweite Aufguss, wundern sich dann viele, warum der denn jetzt so viel kürzer ist. Das gilt allerdings auch nur dafür, wenn das Blatt jetzt geöffnet und warm ist. Wenn ich jetzt eine Stunde warten würde, was ich auch nicht empfehle, dann habe ich eher wie so ein, sag ich mal, zweiten, ersten, so einen Aufguss, der im Prinzip, ja, finde ich schade, wenn die Blätter dann schon wieder abkühlen. Gut, aufgegossen und jetzt mache ich das Ganze in diesen Pitcher. Auch da mache ich kurze Pausen. Das mache ich deshalb, weil damit die Teeblätter jetzt sich da nicht vor das Sieb setzen, sondern auch wieder mit zurückgehen. Und ich finde, das gibt dann bessere Aufgüsse. Ja, ich halte das hier trotzdem einmal in die Kamera, weil dieses Grün im Frühling, das liebt man natürlich, als wenn man japanische Grüntees mag. Ja, also jetzt habe ich natürlich den ganzen zweiten Aufguss hier in der Ausschankkanne und kann mir sicher gehen, also wenn ich jetzt auch mehrere Cups hätte, auch 5 oder 6, dass alle dasselbe sozusagen in der Tasse haben. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Sache, wenn man das weiß, wenn man zum Beispiel den Tee zusammen genießen möchte oder vielleicht den sogar zusammen verkostet. Ich werde auf jeden Fall mal hier eine Tasse für den Kameramann hinstellen, der sich die gleich abholt. Ja, also das so ein bisschen als Zubereitungstipps. Wie gesagt, wir haben hier unterschiedliche, habe ich mal mitgebracht. Es gibt Kannen in allen möglichen Formen. Man sieht natürlich häufig diese Form der Seitengriffkanne in Japan. Ich mag die auch sehr gerne. Ich fasse die oft so an. Häufig sieht man das in Japan auch, dass das so gehalten wird. Das ist natürlich auch sicherlich Geschmackssache. Ich will jetzt hier nicht auf, sag ich mal, stilistische Teezeremonie, sag ich mal, Sachen zu doll eingehen, sondern mehr über die Tipps. Wie gesagt, diese kleinen Kannen, Shiboridashi, sehr schön auch für hochwertige Tees. Und bei der Wahl, also ich finde, was immer wichtig ist, dass der Tee viel Platz hat. Also, dass man auch möglichst, wenn man jetzt so eine Glaskanne hat, hier hat man einen sehr großen Filter. Es gibt auch Glaskannen, die wir im Programm haben, die mit einem Filter ausgekleidet sind, dass der Tee viel Platz hat zum Schwimmen, dass er halt Platz hat zur Entfaltung.
Wenn man jetzt zum Beispiel sich mal einen Becher Bancha oder Hojicha machen möchte zwischendurch, also fragen mich Leute, ob das jetzt Stilbruch ist, sozusagen hier einen Becher zu haben und da so einen großen Filter rein zu tun, wo der Tee auch frei schwimmt. Natürlich kann man das machen. Und gerade so, wenn jetzt vielleicht so dieses ganz große Genussmoment vielleicht nicht gar nicht so im Vordergrund steht, dass man den Bancha vielleicht auch so ein bisschen nebenbei trinkt, weil man was liest oder dann ist das auch völlig in Ordnung. Und auch da kann man mehrere Aufgüsse machen. Da braucht man halt nur kurz den Filter absetzen. Und ja, dann kann man auch so auf diese Art und Weise durchaus einen vernünftigen japanischen Grüntee zubereiten. Ja, gut, ich glaube, das waren viele kleine Tipps, die ich da hoffentlich geben konnte. Es werden natürlich immer noch weiter ein paar Fragen offen bleiben, aber einfach dran denken, Mensch, wie viel möchte ich trinken, wie viel Tassen, ne, Temperaturwahl, Menge und da ruhig dann auch gerne mal variieren, dass man da dass mal verschiedene Sachen probiert. Und ja, ich glaube, dann kriegt man viele schöne Tees hin. Oh ja, der zweite Aufguss. Fast noch ein bisschen intensiver und jetzt kommen noch fruchtigere Noten raus. Also, das ist schon wirklich irre bei diesem Tee, weil der ist auch in der Tat überhaupt nicht beschattet. Das ist wirklich eher die Ausnahme für Shinchas, die jetzt so, die wir so hier nach Europa bekommen oder auch in Japan. Meistens sind die doch eine Woche oder zwei teilweise schon beschattet, die Blätter. Das ist hier nicht der Fall. Es werden wirklich nur die ganz, ganz feinen ersten Triebe auch geerntet. Das ist schon so eine kleine Spezialität, das muss man sagen. Ja, ich möchte jetzt noch einmal hier auf die andere Seite überschwenken. Da habe ich ja ein paar Teedosen auch mal hingestellt und ein paar Sachen zur Lagerung sagen, weil da kamen in letzter Zeit auch viele Fragen und ja, da gibt es ja ein paar Tipps, die ich sehr wichtig finde. Also wenn ich zum Beispiel eine Teepackung wie diese hier, die jetzt auch gar keinen Zip-Verschluss hat, aufgeschnitten habe und geöffnet habe. Man sieht schon, die krümmt sich hier schon, weil ich die schon öfter so gefaltet habe. Dann ist das ja so, dass ich trotzdem versuchen möchte, und das ist ein ganz wichtiger Tipp, dass ich den Tee so verpacken möchte, dass so wenig Luft wie möglich mit den Teeblättern in Verbindung kommt. Gerade bei diesen ersten Erntetees, die doch ein bisschen anfälliger sind sag ich mal, für den Geschmacksverlust, wenn sie mit größeren Mengen Luft für längeren Zeitraum in Verbindung kommen. Deshalb mache ich das gerne so bei diesen Teetüten, dass ich im Prinzip hier sehe, wie weit gehen die Teeblätter. Da klappe ich einmal so zusammen. Und dann fange ich danach von oben an und falte das hier so rum und sehe zu, dass ich wirklich, also da habe ich jetzt wirklich in diesem Augenblick nur noch die Tees. Ich will jetzt auch nicht zu doll drücken, ich will jetzt auch nicht die Blätter kaputt machen, aber dann ein schöner Clip rum. Ja, und dann gerade mit diesen frischen ersten Erntetees, wenn jetzt auch der Frühling kommt und es ein bisschen wärmer wird, Frühsommer, Sommer, gerne im Kühlschrank. Und wer natürlich meint, nicht ganz zu Unrecht, Mensch, da sind doch auch andere Gerüche drin und so, kann diese Tüten vielleicht auch dann nochmal sogar in eine Ziploc-Tüte mit, wer da noch ein oder zwei andere japanische Tees hat zum Beispiel, zusammentun. Was man jetzt nicht machen sollte, unbedingt eine offene Packung erster Erntetee neben Genmaicha stellen, ja, der vielleicht nach diesem gerösteten Reis riecht. Also da muss man dann vielleicht auch schon ein bisschen aufpassen. Das wäre auf jeden Fall nicht ganz empfehlenswert. Das Gleiche geht auch mit diesen Zippertüten ganz gut. Also man sieht hier schon, diese war jetzt schon gut geschlossen. Also ich spüre hier ist wirklich nur Tee, keine Luft. Also auch da ist es so, dass man merkt, dass jetzt richtig schwer aufgeht, weil das sich natürlich nicht Vakuum, aber das hat sich schon wieder fast angesaugt. Also wenn ich so eine Tüte Tee habe, kann ich einmal so ganz leicht klopfen, muss nicht zu doll sein, sehe, okay, wo hört mein Tee hier auf? Und dann streiche ich das im Prinzip die Luft wirklich so, kann das auch einmal so abknicken und streiche die Luft so raus. Und dann sehe ich zu, dass ich hier wirklich das einmal richtig schön zumache und habe wirklich kaum Luft in der Tüte. Bei hochwertigen Tees zum Beispiel halte ich auch viel davon, wenn ich jetzt zum Beispiel auch nochmal davon sprach, in Kühlschrank oder in andere Dosen. Ich kann die natürlich auch so mit dieser Packung in die Dose tun, wenn mir das jetzt auch einfach besser gefällt, auf meinem Teetisch oder an meinem Teeplatz nachher zum Tee trinken. Also das ist durchaus auch eine gute Idee.
Fragen sich natürlich viele Leute, ja, aber wieso kann ich denn nicht den Tee auch lose direkt da rein tun? Bei einigen Sorten wäre es sicherlich überhaupt kein Problem. Also gerade bei Bancha-Tee, bei zweite, dritte Ernte-Tees, bei Hojicha, bei Genmaicha, das ist auch mit, gerade mit Metall, ist mein Gefühl, verlieren die Tees nicht so wahnsinnig viel. Es ist halt so, wenn die Dose halb voll ist und halb mit Luft gefüllt, sag ich mal, würden erste Ernte-Tees definitiv leiden, wenn ich die da jetzt 3, 4 Monate so drin habe und so lange brauche. Tyson, kannst du mal ein bisschen aus dem Bild gehen? Gut. Ja. Dann würden die sicherlich leiden. Bei so einem Kamairicha oder beim Bancha wäre das kein Problem. Es gibt natürlich auch noch andere Teedosen, also verschiedene Holzsachen. Da ist zum Beispiel Kirschholz leider sehr teuer, aber das ist eine sehr, sehr schöne Lagerung für Tee. Also das ist, ja, das ist wirklich perfekt. Also da halten sich dieses, auch da hat man natürlich Luft zwischen Tee und Deckel in der Regel. Deshalb auch da wiederum, gerade bei erster Ernte-Tees oder beschatteten Tees, auch da trotzdem mein Tipp, nicht denken, okay, habe jetzt eine Kirschholzdose, ist ja, war ja so und so teuer. Und dann hat man da vielleicht 20, 30 Gramm Tee drin, aber noch sehr viel Platz an Luft. Das ist dann nicht so gut. Deshalb ist es auch teilweise so, dass wir haben auch noch viel kleinere Dosen teilweise im Angebot. Hier ist zum Beispiel auch eine Keramikdose, dass die auch gar nicht so oft so groß sind, wenn man japanischen Tee da drin lagern will, dass dann oft auch gleich einfach mal mit 100 Gramm oder so dann eher die Dose schon fast voll ist oder voll wird. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, wenn man dann zumindest gerade zu Beginn, wenn man eine Dose befüllt, sie auch eher voll machen kann. Also, dass man dort ein Volumen wählt, je nach Tee, den man dort reintut, dass nicht von vornherein schon nur die halbe Dose voll ist, dann ist das Gefäß eigentlich zu groß für den Tee. Und dass man das ein bisschen im Hinterkopf hat, was möchte ich eigentlich da für einen Tee, für eine Menge drin lagern, das kann auf jeden Fall helfen. Aber gerade auch so Ton ist, wenn sie glasiert sind oder auch unglasiert, bei unglasierten Tongefäßen ist natürlich auch wichtig, dass man da die Teesorten jetzt nicht hin und her wechselt. Wieder vielleicht mal ein extremes Beispiel, ein Hojicha oder Genmaicha, wenn man den in so eine Tondose füllt und da mal 2, 3 Monate drin gehabt hat. Und die danach dann für einen schönen Sencha benutzen will, ist das keine gute Idee, weil da wird im Ton definitiv auch schon Geschmack angenommen worden sein von einem Genmaicha. Also dann, da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, aber das ist für mich wichtig, wenn, was man vielleicht noch sagen sollte, wenn eine Teepackung, sag ich mal, noch gar nicht geöffnet ist und Vakuum verpackt ist, dann kann man sie natürlich deutlich länger lagern. Ja? Also dann hat man eine ungeöffnete Vakuumpackung, die ist deutlich länger haltbar. Das ist dann sozusagen kein Problem, die auch gerade kühl zu lagern und lange über mehrere Monate dann auch im Kühlschrank zu lagern. Ja, ich glaube, ich komme hier für heute so langsam zum Ende. Ich bin viel auf Teezubereitung eingegangen, ein bisschen auf Lagerung. Hatte im Kopf so eine kleine Liste an Fragen, die ich abarbeiten wollte, die jetzt so in letzter Zeit reinkamen. Ich hoffe, da konnte ich ein bisschen zu beitragen. Ich trotzdem selber auch ein bisschen ausprobieren. Ich wünsche euch viele schöne Tassen Tee in den nächsten Tagen und Wochen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sag bis bald. Ciao, ciao.